Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Schwingungsgehalt selbst. Lichtwelt Verlag, 23. Juni 2024. Ängste werden dich verlassen. Botschaft von Lady Nada. Empfangen durch Jan Johannes Kassel. Die einzige Entwicklung, die in der Tat unausweichlich ist, ist der Sieg des Lichts über die Finsternis, ist der Triumph der Liebe über die Angst. Ängste werden dich verlassen. Affirmation: Ich nenne hier deinen Namen. Bitte das unfehlbare göttliche Licht, mir meine Ängste jetzt bewusst zu machen. Ich bitte das allwissende göttliche Licht, die mir jetzt bewusst werdenden Ängste aus allen Ebenen zu entfernen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich, Wolfgang, bitte das unfehlbare göttliche Licht, mir meine Ängste jetzt bewusst zu machen. Ich bitte das allwissende göttliche Licht, die mir jetzt bewusst werdenden Ängste aus allen Ebenen zu entfernen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Übung. Schließe jetzt bitte deine Augen. Atme ruhig, entspannt und ganz natürlich ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. Erwarte nichts, wünsche nichts, sei leer und bereit. Lass die inneren Bilder hochkommen. Betrachte sie ohne zu bewerten. Nimm die Sorgen und Ängste, die sich dir jetzt zeigen, einfach wahr, akzeptiere sie, sei im Frieden und liebe, was du siehst. Atme ruhig und gleichmäßig weiter. Du bist entspannt. Du akzeptierst alles. Jetzt beginnt das göttliche Licht mit seiner heilvollen Arbeit. Das göttliche Licht arbeitet. Das göttliche Licht wirkt. Das göttliche Licht heilt. Beobachte jetzt, wie sich bestimmte Ängste auflösen, ganz leicht und von selbst. Du bist frei. Ich danke Gott für diese Gnade. Ende der Heilung. Je weniger Ängste in deiner Aura eingelagert sind, desto selbstbewusster kannst du leben und umso selbstbewusster ist dein Auftreten. Über ein gesundes Selbstbewusstsein kann nur der Mensch verfügen, der Herr seiner natürlichen Ängste ist und der alle eingebildeten Ängste aus seinem Wesen entfernt hat. Je weniger Ängste auf der Seele lasten, desto selbstbewusster ist der Mensch. Das Selbstbewusstsein wird immer von Ängsten blockiert und durch Ängste untergraben. Deshalb gilt es, Ängste nicht nur zu erkennen, sondern dort, wo sie sich als Energie eingelagert haben, zu entfernen. Aura-Chirurgie mit Gott als Arzt und mit dem göttlichen Licht als Medizin ist hocheffizient und führt zu dauerhaften Heilungen. Was du heute erfahren hast, kannst du jederzeit wiederholen. Sei dir bewusst, dass sich nach einiger Zeit deine Wahrnehmung verändern wird und das bedeutet, dass sich auch dein Leben verändert. Diese Veränderung gilt es zu begrüßen. Fürchtest du dich vor Veränderungen,
So beginne mit der Frage, warum, wovor habe ich Angst? Und steige mit dieser Übung in das Erlösen von Ängsten ein. Natürliche Ängste, die dich vor Unheil bewahren sollen, leisten dir einen wundervollen Dienst. Unnatürliche Ängste, die dich vom selbstbewussten Leben abhalten, gilt es zu erlösen. Woran erkennst du den Unterschied? Natürliche Ängste kommen und gehen. Unnatürliche Ängste wollen nicht weichen und bleiben. Wahre Größe, wahres Bewusstsein. Geliebter Mensch, du bist an einem Punkt angelangt, wo es mit den Methoden aus der vergänglichen Matrix nicht mehr weitergeht. Du weißt es, du erlebst es, du fühlst es, dass das neue Zeitalter angebrochen ist und dass du deinen einmaligen und unverzichtbaren Anteil zu leisten gekommen bist. Du siehst die Morgenröte des neuen Tages, doch blickst du oft mit der Schwere des vergangenen Tages darauf. Hinter dir liegt eine lange Reise und in dir sind alle Erfahrungen gespeichert und vorhanden. So ziehst du Rückschlüsse, du kennst das Leiden und den Schmerz, du hast Menschen Irrtümer begehen sehen und Welten versinken gesehen. Aufgrund dieser Erfahrungen neigst du zu der Annahme, auch diesmal wird sich ein Weltenbrand entzünden und auch diesmal ist die Menschheit dem Untergang geweiht. Jedoch, du hast deine Lehren aus der Vergangenheit gezogen und das macht den entscheidenden Unterschied. Deshalb bist du heute unverzichtbar, denn Menschen wie du, die sich selbst im Spiegel der Wahrheit betrachten und den Lauf der Welt ungefiltert sehen, Menschen wie du, die sich von den falschen Göttern wie Machtgier und Egosucht losgesagt haben, bestimmen, wohin die Reise jetzt geht. Das ist im Gange und das steht bevor. Kein Untergang, sondern der Aufstieg. Keine Auslöschung, sondern die Erlösung. Keine Übernahme durch dunkle Mächte, sondern die Übergabe der Erde in eure lichten Hände. Ängste aus der Zeit wirken nach, deshalb genießt das Erlösen derselben oberste Priorität. Nichts ist heute wichtiger, als dass sich der einzelne Mensch der Erlösung seiner unangemessenen, falschen und eingebildeten Ängste verschreibt. Denn erst dann und nur dann kannst du wahre Größe erlangen und zu wahrem Selbstbewusstsein erblühen. Wohlan, geliebter Mensch, bewege dich aus deiner Angst heraus. Schreite in der Obhut Gottes und in deinem Rhythmus der Freiheit entgegen. Dein Geschenk wird das Leben sein und Liebe. Lady Nada. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich. Danke.